Mein Traum. La. Ich guck mal, ob die Post schon da war. Vielleicht ist ja ein Brief für mich da. Das wäre cool. Emma geht raus, um zu gucken, ob die Post da war. Oh, ein Brief? Toll, vielleicht ist er für mich. Und er war für sie. Als sie die Post rausnahm, ging sie wieder rein und sah ihren Vater auf dem Boden liegen. Papa, warum liegst du auf dem Boden? Oh, echt? Habe ich gar nicht gemerkt. Okay. Warte mal, ich hatte doch den Brief. Den kann ich doch auch gleich mal lesen. Liebe Empfängerin, lieber Empfänger, es ist nass. Das Haus darauf ist bunt. Du wirst suchen, du wirst finden. Okay. Emma geht duschen und nach dem Duschen findet sie ihre Haare schrecklich. Oh mein Gott, meine Haare sehen so doof aus. Ich darf nicht so rausgehen. Das muss ich sofort ändern. Emma ist müde und geht runter und legt sich auf die Couch, um zu schlafen. Wo bin ich? Drei Personen kommen und nach einer Weile... Hi, wer bist du? Ich bin Emma. Hi Emma, ich bin... Der Traum war vorbei. Ich hätte jetzt gern eigentlich noch gewusst, wie dieses Mädchen hier heißt. Oh, auch egal. Ende.